Manfred! Manfred! Bist du da? Hallo, Manfred. Wer ist da? Scott. Scott Shelby. Kennst du mich noch? Scott? Sind das nicht... Scott! Ja, Scott! Hey, schön, dich zu sehen. Wie lang ist das her? Oh, bestimmt schon 10 Jahre. Oh, in meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, das muss gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. Würdest du für mich rangehen, Scott? Sag ihnen, sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Klar, mach ich. Hallo? Ja, bei Manfred. Aber er ist beschäftigt. Können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Danke. Also, auf die Freundschaft. Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse geschrieben wurde? Lass mal sehen. Könntest du bitte so nett sein und mir das Vergrößerungsglas hinter der Theke herholen? Klar, sicher. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Danke. Mal sehen, was dieser Umschlag so zu erzählen hat. Eine Royal 5. Die Form der T's und der F's ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Ja, da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. Gibt es eigentlich noch viele Läden, die die reparieren? Ich habe damals alle Lagerbestände quasi für ein Butterbrot gekauft. 1964. Die wollten das ganze Zeug einfach auf den Müll kippen. Alle Leute, die hier noch eine funktionierende Maschine haben, waren alle zwangsläufig mal bei mir. Ist das ein seltenes Modell? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden oder im Keller. Führst du Buch über deine Kunden? Oh ja, natürlich. Zumindest über die Zahlenden. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja, klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Wenn ihr kurz wartet, ich habe eine Liste aller Kunden, die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, das würde wirklich helfen.
Natürlich. Nur 2 Minuten. Dann bin ich mit der Liste wieder hier. Glauben Sie, der Mörder war hier? Wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Manfred! Ihr Anruf ist registriert. Eine Streife ist in ein paar Minuten bei Ihnen. Ich muss Ihren Namen wissen, Sir. Sir? Hallo? Was tun Sie? Ich rufe die Polizei. Das hat der Mörder schon längst getan. Er will uns das anhängen. Wir müssen hier schleunigst raus. Wieso? Wir haben mit seinem Tod nichts zu tun. Wir waren doch nur zufällig hier. Sean Mars' Zeit ist bald abgelaufen. Wir können keine 24 Stunden auf dem Polizeirevier mit Erklärungen verschwenden. Und was machen wir? Sie passen auf. Und ich verwische überall unsere Fingerabdrücke. Es muss schnell gehen. Die Polizei wird jede Minute hier sein. Das war's. Fertig. Sind alle weg? Wird schon reichen. So können Sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Und jetzt raus hier. Also, das Opfer wurde ermordet, als Sie im Laden waren. Richtig? Ja, er wollte im Büro etwas holen. Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und da war er schon tot. Sie
Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Wir hatten mit dem Mord nichts zu tun. Wir waren nur zufällig dort. Ich hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Und wenn Sie das nächste Mal eine Leiche finden, rufen Sie uns an. Okay? Sieh an, Scott Shelby. Wieder mal Ärger? Falsche Zeit, falscher Ort. Du kennst das. Kein Problem. Ich mach das schon. Für einen alten Freund doch gerne. Danke, Carter. Du hast was gut. Bist du gerade an irgendwas dran? Nur ein paar Ideen. Nichts Konkretes. Naja, wenn es mehr als eine Idee wird, sag mir Bescheid, ja, Scott? Klar. Wo geht's hin? Ich bringe sie heim, das wird jetzt zu gefährlich. Oh nein. Wir sind Partner, wir hatten einen Deal. Hören Sie, ich weiß, Sie wollen den Killer. Aber Sie bringen sich selbst unnötig in Gefahr. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Den Mörder meines Sohnes. Ich brauche Sie nicht. Ihr Sohn ist tot, Lauren. Wenn Sie ermordet werden, wird ihn das nicht wieder lebendig machen. Halten Sie an. Was? Halten Sie an, verdammt! Fehlt mir. Er fehlt mir so sehr. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten. Was willst du denn? Scheiße. Ich hab tausendmal gesagt... Hey! Bleib ganz ruhig, Mann, ja? Bleib cool. Was willst du? Stoff? Kohle? Sag mir, was du brauchst. Wir machen einen Deal, ja?
Ich mach dich fertig, Flachwichser! Du kommst in mein Haus, du hörst meinen Stoff! Ich weiß dir alle Knochen, Flachwichser! Bleibst du endlich mal stehen? Ich helf dich, Stanky Arschloch! Ich höre dich. Warte, Mann. Du kannst alles haben. Ich hab Stoff. Ich hab Geld. Willst du Stoff? Bitte. Bitte erschieß mich nicht. Ich hab Kinder. Es sind meine Mädchen. Das ist Sarah. Und die Kleine ist Cindy. Bitte, Mann. Mann, ich will sie wiedersehen. Bitte. Bitte nicht schießen, Türen. Ich bin auch Vater. Aber kein Killer. Ich habe die Information, die du wolltest. Die Wohnung in der Marble Street gehört einem Dr. Adrian Baker. Er war Chirurg und hat heimlich Junkies Drogen verkauft. Hat ein Vermögen damit gemacht. Hat billig Wohnungen aufgekauft, auch die in der Marble Street. Wurde dann erwischt, war ein paar Monate im Knast und hat seine Zulassung verloren. Interessant. Tausend Dank für die Info, Sam. Hast was gut. Hey, Matt, sei vorsichtig, okay? Das bin ich. Bis später. Der Eigentümer der Wohnung, in der sich Ethan seinen Finger abgeschnitten hat, lebt hier. Keine tolle Spur, aber mehr habe ich nicht. Hi. Bei Ihnen soll es Betropen geben. Und zwar rezeptfrei. Sorry, das stimmt nicht. Wiedersehen. Warten Sie. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich habe Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. So, Sie möchten Betropen, meine Liebe. Schlafprobleme? Wie viel denn? Ich weiß nicht, so ungefähr 3-4 Packungen? Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hole mir auch einen. Nein, danke. Alkohol nimmt den Tabletten die Wirkung, nicht wahr? Trinken wir trotzdem auf unseren ersten Deal. Ich habe Sie hier noch nicht gesehen. Wer hat mich empfohlen? Ich weiß nicht mehr. Die Pillen machen mich ganz wirr im Kopf. Die meiste Zeit bin ich völlig durch den Wind.
Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich suche gerade. Sorry, Liebes. Es ist leider alles vermietet. Schade. Ich suche was in der Marble Street. Trinken Sie. Danke, aber ich habe keinen Durst. Ich hole das Rezept. Dauert nicht lang. Warten Sie. Der Kerl ist gruselig. Ich schaue nur schnell nach, ob ich etwas finde, bevor er zurückkommt. Der Doc interessiert sich anscheinend für Immobilien. Unter anderem. Medikamentenvorrat mitgehen lassen. Das sind genug Schlaftabletten, um eine Armee außer Gefecht zu setzen. Norman Jaden, FBI. Können wir einen Moment reden? Ja. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht gut machen. Dann werde ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben, wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Du willst mir Angst machen, Großmaul? Hab dein blödes Auto nicht gesehen? Jetzt verpiss dich. Blut. Warum ist hier Blut? Größe 41. Vermutlich ein Besucher. Fingerabdrücke. Wahrscheinlich von Mad Jack.
blaue Farbreste. AI-Eintrag. Spuren von Orchideenpollen in der Luft der Werkstatt identifiziert. Das ist nicht das richtige Auto. Größe 48. Muss Magics Größe sein. Die gleichen Reifenspuren. Blaue Farbreste. Das Auto des Mörders war definitiv hier. Blutspur führt zum Säurebad. Einer deiner Kollegen war ein bisschen zu neugierig. Müsste ihm leider sein kleines Maul stopfen. Hände hoch, du Schwein! Ich hab keinen Bock auf deine Spielchen. Ich werde dich hier rausschaffen und schön fertig machen. Verdammt! Sie sagen mir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Ach, fick dich doch ins Knie! Bist du jetzt komplett übergeschnappt, Mann? Oh, scheiße, Jack. Das war doch nichts. Nur Selbstverteidigung. Ganz genau nach Dienstvorschrift. Töte oder werde getötet. Wow, wow, wow. Halt, das reicht. Mir fällt da gerade was ein. Hä? Du beruhigst dich und ich erzähl dir was. Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Wollte eine neue mit falschen Schildern. Zahlte Cash. Da habe ich nicht nachgefragt. Meinte, wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben. Paco im Blue Lagoon. Mehr weiß ich nicht. Wir setzen unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was... Scheiße, nicht jetzt. Alles, was sie sagen kann und wird? Hey, hast du ein Problem oder was ist los? Ja.
umdrehen. Glauben Sie, der Origami-Killer hat Manfred getötet? Macht Sinn. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Und Sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute. Gordy hatte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazugehört. Es ist nur ein Verdacht, aber er sieht verdammt schuldig aus. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Sie meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Aber es sind über 500 Namen. Das bringt gar nichts. Ich habe Hunger. Haben Sie was zu essen? Ich bin kein Koch, aber ein paar Rühreier werde ich schon hinkriegen. Toll. Alles klatschnass. Ich muss mich aufwärmen. Ist es okay, wenn ich dusche? Nur zu. Die Tür in meinem Schlafzimmer. Ich mach das Essen und Sie gehen duschen. Die Eier müssten jetzt fertig sein. Ich habe mir mal Ihren Bademantel geborgt. Steht Ihnen gut. Hey, das sieht fast genießbar aus. Was ist das? Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch haben in den letzten 10 Jahren 30 Kunden Royal-Teile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von 30 Kunden zu prüfen und das einzeln ist viel Laufarbeit. Außer, wenn wir sie mit der Liste vergleichen würden. Die Liste der Abonnenten der Magazine. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, ja. Lauren, warten Sie. Der Killer tatsächlich mit einer Royal-Maschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Lauren, das ist nur eine Theorie, aber ja, ist möglich. Der Name ist hier drin. Los, wir finden ihn.
Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. Sie geben nie auf, oder? Verzeihung. Ich suche das Grab eines Jungen. Ein John Shepard. Geradeaus. Ein Stück weiter hin. Danke. Hey, Lauren. Hier ist es. Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Ich habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich. Ihr nichtsnutzigen Sträuche, macht euch gefälligst hier raus. Los, haut ab, ihr verfluchten Rotzbengel. Kommt wieder, versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommt. Er ist wieder voll. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen! Ich wette, du kriegst mich nicht! Was ist los? Kommst du jetzt oder nicht?
musst es nicht machen, wenn es dir zu schwer ist. Ach Quatsch, ich schaffe das leicht. Guck hin! Und musst mich suchen, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 16, 20. Johns Stimme. John! Mein Fuß steckt fest. Greif zu! Ich zieh dich raus! Das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr, im Regenwasser. Der kleine Junge, was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Gott, eine schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Thank you.
Was ist los? Der Mann da drüben. Ja? Charles Kramer. Gordys Vater? Was will der hier? Er liegt nun auf John Shepherds Grab. Zeit für das Sexy Girl.
Meister. Der Bot lädt sich an seinen Tisch ein. Hey, danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Bist du neu hier? Du wärst mir ganz bestimmt aufgefallen. Ich heiße Paco. Und du? Madison. Ich bin Madison. Ich stehe auf deinen Stil, Madison. Da wird mir ganz heiß unter Fragen. Vielleicht können wir diese Unterhaltung ja fortsetzen, aber lieber. Oh, klar, Baby. Ja, komm mit mir. Gehe rein, bringe ihn mit der Waffe zum Reden und verschwinde, bevor ich Ärger kriege. Alles wird gut. Alles wird gut. So, willkommen in meinem Reich. Ich nehme die. Die ist ja sonst nur im Weg, Herzchen. So, zeig mir, was du kannst. Sieh dich aus. Langsam. Sieh alles aus, Baby. Krieg ich einen Drink? Einen kleinen Drink? Nur zum Warmwerden. Hier ist schon warm genug, Süße. Ja, jetzt wird's heiß. Los, zeig mir was. Könnten wir erst reden? Oh nein, wir brauchen nicht reden, Baby. Das habe ich satt. Los, zeig mir, was du kannst. Tut mir leid. Ich glaube, das ist ein kleines Missverständnis. Ich muss jetzt gehen. Alles klar? Ein andermal. Du hast da wohl was missverstanden, Süße. Du verschwendest meine Zeit. Alles oder nichts, Baby. Und ich will immer alles. Überleg dir was. Ich muss irgendwie hier rauskommen. Die Lampe. Wenn ich nur da dran käme. Ich hab's. Echt gesessen. Gut gemacht. So, Akt 2. Loverboy packt aus.
Wenn du schreist, bist du tot. Klar? Shit. Was willst du? Du hast eine Wohnung in der Marble Street. Ich will wissen, warum. Eine Wohnung? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ach, du Scheißnutte! Du bist tot! Nicht schlecht für eine Chica. Aber du hast nur meine Gefühle verletzt, Herzchen. Boss? Ist alles okay? Wenn dir deine Eier was wert sind, Paco, dann fang endlich an zu reden. Ah, was machst du? Nein, hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich werd gerade erst warm. Willst du mehr? Ach, ich war nie in der Wohnung. Ich hab die Schlüssel so einem Kerl gegeben. Er hat etwas gesucht. Er hatte viel Geld. Wie hieß dieser Typ? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Ich weiß es. Shepard. Er heißt John Shepard. Mehr weiß ich nicht. So, das war doch gar nicht so schwer, oder? Es war wirklich romantisch mit dir. Aber ich muss los. Man sieht sich, Loverboy. Zeit zu verschwinden. Mein Kopf explodiert gleich. Thank you.
Madison Page. Was wollte eine Journalistin hier? Eine Kugel genau zwischen die Augen. Sofort tot. Paco Mendez war kein Heiliger. Sein Vorstrafenregister ist so dick wie ein Telefonbuch. Irgendetwas hat der Killer gesucht. Orchideenduftstoff. Der beschissene Origami-Killer. Wieder Madison Page. Sie könnte eine Zeugin sein. Kaliber 45. Kaliber 45. Halbautomatik. Seine Jackentasche. Ich habe sie beim Kampf abgerissen. Zwei Belege von derselben Tankstelle. Interessant. Ethan, ist alles okay? Ich konnte es nicht.
Ich sollte ihn töten, um Sean zu retten. Und ich konnte nicht. Sie sind nicht der Origami-Killer. Sie haben diese Morde nicht auf dem Gewissen. Ich kann's beweisen. Das ändert gar nichts. Es zählt nur noch, Sean zu retten. Thank you.
Das war ja klar. Und ich war die ganze Zeit ahnungslos. Ethan, was ist denn los? Ich hab gedacht, ich bedeute dir was. Hör zu, ich... Du hast mich gut verarztet für eine Scheißreporterin! Ethan, ich wollte es dir ja sagen, aber... Wie sollte der Artikel heißen? Mein Leben mit dem Serienkiller? Nein, ich schnappte den Origami-Killer? Vielleicht schreibst du ein Buch darüber. Ich hoffe wirklich, das war es wert. Ethan, es ist anders als... Du hast gelogen, Madison. Du hast die ganze Zeit gelogen. Ich dachte, du hilfst mir, aber es ging dir nur um dieses Scheißbuch. Es stimmt. Ich bin Reporter. Ich wusste, dass du der Vater des entführten Kindes bist und... Ich wollte unbedingt die Story. Aber dann habe ich gesehen, was du durchmachst, um Sean zu retten. Und ich habe begriffen, wie sehr du ihn liebst. Ich wollte dir die Wahrheit sagen, aber es ging nicht. Ich hatte Angst, dass du mir vielleicht nicht glaubst. Ich hatte Angst, dass du mich wegschickst. Ich will nur, dass du Sean lebend findest. Und wenn alles vorbei ist, dann will ich bei dir sein. Es tut mir leid, Ethan. Es tut mir so leid. Du gehst. Nicht wahr? Zur letzten Origami-Figur. Ich finde Sean mit den letzten Buchstaben. Sei vorsichtig. Ich will dich nicht verlieren. Ich hol was zu essen. Nicht weggehen, ich bin in 10 Minuten zurück. Suchen Ethan. Wird mal ein Überraschungsangriff. Komm schon, wie war die Nummer? Komm schon, na los! Nimm schon ab! Hallo? Die Cops. Sie sind im Hotel. Du musst von hier verschwinden. Wir haben ihn immer noch nicht. Schnapp ihn! Er flieht! Er ist auf dem Balkon! Oh!
Lauren? Es tut mir leid, Scott. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer.
wollte mal wieder schwimmen gehen. Aber so war das nicht geplant. Haben Sie ein Auto zu Hause? Meins ist ja ziemlich am Arsch. Ja, klar. Was wollen Sie tun? Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bring Sie ein. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf, außer mir. Okay? Lauf. Sei vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren. Der Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer. Nein, er ist unschuldig. Er ist kein Killer. Kein Killer. Sie Scheißlügner. Raus mit der Wahrheit. Nein, nein, bitte. Ich weiß nichts. Letzte Chance. Ich weiß nichts. Ich schwör's. Ich weiß überhaupt nichts. Stopp! Stopp! Bitte! Ich packe aus! Ich sage alles! Goldie! Goldie wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein wie der Origami-Killer. Er entführte das Kind. Er hat ihn so lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall! Ein dummer Unfall! Es war nur ein Spiel. Er hat's mir erzählt. Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Was es auch war. Gordy ist mein Sohn. Er zählt nicht. Was? Der Junge, das Opfer. Er zählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerlicher Haufen Scheiße. Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. John hatte einen Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter.
Fragen Sie die Mutter. Sie heißt Anne. Anne Shepard. Mein Herz! Mein Herz! Schnell! Meine Tabletten! Die Schublade da! Hallo, ich suche das Zimmer von Anne Shepard. Bitte tragen Sie sich ein. Gehören Sie zur Familie? Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer, sie erinnert sich kaum noch an etwas. Aber sie wird sich freuen, bestimmt. Zimmer 19, am Ende des Gangs. Danke. Hallo, Mrs. Shepard. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Nein, Mrs. Shepard, ich... Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier... Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Erinnern Sie sich, Mrs. Shepard? Wissen Sie noch, dass Johns Zwillingsbruder nach dem Unfall zu Pflegeeltern kam? Wie hieß die Pflegefamilie? Ich wollte einen Fernseher haben für mich. Sie sagten, das Geld reicht nicht. Schade. Ich liebe es, Fernsehen zu schauen. Damals der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepard, Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich habe gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Ihr Sohn hat Probleme, Mrs. Shepard. Er hat schlimme Dinge getan. Ich muss ihn finden. Verstehen Sie das? Schlimme Dinge, haben Sie gesagt? Er hat mich nie besucht, wissen Sie? In 10 Jahren, nie.
Man vergisst doch seine Mutter nicht, oder? Ihr einer Sohn hieß John und der hatte einen Zwillingsbruder. Haben Sie die Tabletten? Es ist Zeit für meine Tabletten. Mrs. Shepherd, Ihr Sohn ist vielleicht in Mordfälle verwickelt. Sie könnten etwas wissen, was den Ermittlungen weiterhilft. Sind Sie die Schwester? Wo sind die Tabletten? Sie können auch die kleinen Hunde falten. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Lustig, oder? Machen Sie diese Origami-Figuren? Meine Papiertiere. Stundenlang spielten sie mit ihnen. Ich habe meinen Jungs gezeigt, wie man die macht. Ja, Ihre Jungs, Mrs. Shepherd. John und... Wie hieß sein Bruder nochmal? Welcher andere? Ich hatte nur einen Sohn. Meinen Johnny. Spricht Mrs. Shepherd über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar, aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. Bekommt sie häufig Besuch? Sie sind seit 10 Jahren die erste hier. Ich suche den zweiten Sohn. Er wurde zur Adoption freigegeben. Er hat wohl einen anderen Namen. Gibt es vielleicht irgendwelche amtlichen Unterlagen von Mrs. Shepherd? Nein, da gibt es nichts. Nichts über die Familie. Wenn ihr Sohn adoptiert wurde, dann ist sie die Einzige, die es wissen könnte. Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank für den Tipp. Eine schöne Orchidee. Meine Söhne haben sie sehr geliebt. Wir pflanzten sie im Hof. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein Grab. Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepherd? John und sein Bruder? Sind Sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken.
Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. Ich weinte, als ich es erfuhr. Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Die Pflegefamilie, Mrs. Shepherd. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Ich besuchte sie. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen. Dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Er muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Vielleicht glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Sein Name, Mrs. Shepherd. Wie war sein Name? Aber ich liebte ihn. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich ihn vermisst habe. Ich bitte Sie, Anne. Sein Name. Wie war sein Name? Kommen Sie näher. Prüfung. Die letzte Frage. Sind Sie bereit, Ihr Leben für das Ihres Sohnes zu opfern? Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet Sie in exakt 60 Minuten. Wenn Sie es trinken, erhalten Sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, Ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben Sie. Sie können das Gift nehmen oder gehen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Sind jetzt auf Ihrem Telefon. Ich habe getan, was ich tun musste, Sean. Dein Dad kommt und holt dich.
Ich komme nicht weiter und die Zeit läuft bald ab. Verdammte scheißblöde Buchstaben in dieser beschissenen Adresse. Scheiße, das muss doch irgendwie gehen. Die Suche geht weiter. Die Polizei fahndet weiter nach Ethan Mars, dem mutmaßlichen Origami-Killer. Für den kleinen... Die Buchstaben passen auf mehrere Adressen. Oh Gott, die sind über die ganze Stadt verteilt. Ich habe keine Zeit, alle zu überprüfen. Zeit für eine Adresse. Wenn Sean da nicht ist, ist es zu spät. Eine Glückssache. Wir haben nur noch Stunden, um Sean Mars zu retten. Es muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Genau hier vor meiner Nase. Das Kind wird sterben und ich drehe mich hier im Kreis. Haben Sie schon gepackt? Was reden Sie da? Der Fall ist gelöst. Wir wissen, wer es getan hat. Ihre Dienste werden hier nicht länger gebraucht, Norman. Also schnappen Sie Ihre Akten und ab nach Washington. Kann nicht sagen, dass Sie mir fehlen werden. Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Sie haben absolut nichts gegen Mars. Mars ist schuldig. Der Fall ist gelöst. Wie auch immer, das geht Sie nichts mehr an. Sie sind raus. Packen Sie Ihren Kram und verpissen Sie sich. Blake, Sie sind ein vollkommen labiles Psychopathen-Arschloch. Ich sehe es als Kompliment. Aber es ist mir völlig egal, was Sie denken. Ich habe den Origami-Killer. Alle sind glücklich. Ende der Geschichte. Gute Heimreise, Norman. Der Name des Killers ist hier drin, in diesen Daten. Ich muss ihn finden. Und zwar bevor es zu spät ist. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Zwei Quittungen von derselben Tankstelle. Könnte in der Nähe der Wohnung des Killers sein. Das bringt nichts. Der Killer wohnt in diesem Bereich. 342 Menschen leben dort. Es reicht nicht. Ich muss etwas finden, um den Killer genau zu identifizieren. Die Waffe, die der Mörder im Blue Lagoon gelassen hat, vielleicht lässt sich ihre Geschichte zurückverfolgen. Vor 5 Jahren von der Polizei beschlagnahmt. Die Waffe sollte noch bei der Polizei sein. Wer könnte sie rausgeholt haben? Außer einem Kopf.
AI war im Aufnahmemodus, als ich mit dem Killer gekämpft habe. Vielleicht ist irgendetwas drauf? Eine goldene Uhr. Ich bin sicher, ich habe die schon irgendwo gesehen. Die Uhr, die bei der Beförderung zum Lieutenant verschenkt wird. Der Killer ist ein Kopf. Sieht so aus, als wäre der Killer ein Cop. Carter Blake. Deswegen ist die Ermittlung in einer Sackgasse und Ethan Mars der Hauptverdächtige. In den Docks. Wenn ich mich irre, ist Sean Mars tot. An den Docks. Wir brauchen das SWAT-Team. Oh, und einen Helikopter. Heute? Ja, natürlich heute, Schwachkopf. Ich will bei dir bleiben. Ich will nicht weg. Lauren, es sind nur ein paar Tage, bis hier alles geklärt ist. Ich soll warten, während du den Killer meines Sohns stellst? Es muss sein, Lauren. Glaub mir. Du bleibst bei deiner Mutter und ich hole dich, wenn die Sache hier gelaufen ist. Sag mir, wer der Origami-Killer ist. Wer hat meinen Sohn getötet? Hör zu, nicht mehr lange und ich werde dir alles, was ich weiß, erzählen. Versprochen. Schnell! Bin gleich wieder da!
Das ist du musst kommen, Dad! Na los, John, stirb! John, stirb! Bitte! Ja, dann hätten wir ein Maul weniger zu stopfen, oder? Hau ab! Bitte, Dad, komm, ich bitte dich! John, stirb! John, stirb, Dad! Was bitte! Hab ich bitte! Bitte, bitte, Dad! Du musst John retten! Ich hab's versucht, wirklich. Er will nicht. Bitte stirb nicht, John. Du darfst nicht sterben, John. Bitte. 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 Vergiss nichts, Gott.
Du hast es nicht verlernt. Die Wohnung des Origami-Killers. Es muss einen Hinweis geben, wo Sean Maas ist. Da kommt Brandgeruch. Lösen sich da Beweise in Rauch auf? Eine Polizeiuniform. Dein Freund und Helfer. Deswegen sind die Kinder mitgegangen. Er war in Uniform. Shit, ich brauche das Passwort. Wie arbeitet das Hirn von diesem Irren? Es muss etwas mit seiner Kindheit zu tun haben. Wie hat er früher diese Papierhunde genannt? Ich hab's. Max. So hat John als Kind die Papierhunde genannt. Was in aller Welt ist das denn? Eine Adresse. Da muss Sean Maas sein. Schnell, keine Zeit verlieren. Hier hat er die Orchideen gezüchtet, die er auf die Brust der Opfer gelegt hat. Sie haben also mein Geheimnis entdeckt. Das war es, Scott? All diese Kinder mussten sterben, nur damit ein Vater seinen Sohn retten kann. Schnauze! Sie verstehen das nicht. Ein Kind ist noch übrig. Es bleibt noch Zeit, es zu retten. Tun Sie es, Gott. Tun Sie, was Ihr Vater nicht konnte. Los, Randall.
Ich weiß, wo Sean Mars ist. Ich muss diesen Typen vom FBI anrufen. Jaden. Er ist der Einzige, dem ich trauen kann. Er kann ihn retten. Norman Jaden? Ich heiße Madison Page. Sie kennen mich nicht. Ich bin Journalistin. Wir haben nicht viel Zeit, aber bitte hören Sie zu. Ethan Mars ist unschuldig. Der Killer heißt Scott Shelby. Sean Mars ist in der Theodore Roosevelt Road, Nummer 852. Haben Sie das? Halt, ich weiß schon alles. Ich bin unterwegs zum Lagerhaus. Ich muss los. Schon seit langer, langer Zeit, Ethan. Suche nach einem Vater, der es schafft, zu tun, was meiner nicht konnte. Sich selbst zu opfern, um seinen Sohn zu retten. Oh, ich suchte, suchte und suchte. Und dann dachte ich an sie. Diese Mauer. Nur um einen Vater zu finden, der seinen Sohn rettet. Nur für einen Vater! Haben Sie eine Ahnung, wie es sich anfühlt, für seinen Vater völlig wertlos zu sein? Glauben Sie es? Die Opfer haben genauso gelitten wie ich. Ich habe Ihre Tests bestanden. Jetzt will ich meinen Sohn zurück. Er ist dort. Sie müssen nur das Gitter öffnen, Ethan. Thank you.
Position. Zielperson ist bewaffnet und gefährdet. Der Befehl lautet, schießen ohne Warnung. Ich wiederhole, schießen ohne Warnung. Ash, Scharfschützen bereit? Ja, Lieutenant. Warten aufs Kommando. Perfekt. Diesmal kriegen wir ihn. Wir erledigen ihn, sobald er seine hässliche Fresse zeigt. Hey, Sie da! Was machen Sie? Lieutenant, ich bin Madison Page, ich bin Journalist. Ich kann beweisen, dass Mars unschuldig ist. Er ist nicht der Origami-Killer. Ash, was will die Journalistin hier? Es sollten doch alle das Maul halten. Bring sie weg, sie steht im Weg rum. Okay, Lieutenant. Na los, kommt. Sie machen einen Riesenfehler, Lieutenant. Ich kann Ethan Mars Unschuld beweisen. Bitte. Atme. Du musst atmen. Bleib bei mir. Sean, oh, ja, du bist nicht tot. Dad, ich hab gewusst, dass du mich rettest. Sean, hör zu. Du bist das Beste, was mir jemals passiert ist. Hör mir zu, was auch kommen mag. Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. Ich bin nicht tot. Das Gift sollte jetzt wirken. Und ich lebe. Schaff sie verdammt noch mal weg. Mars ist unschuldig, verdammt. Er war's nicht. Hey, was soll das? Die Cops, sie sind da draußen. Sie haben alles umstellt. Du bist tot, wenn du da rausgehst. Ich gehe allein. Ich kann es erklären. Du bist tot, bevor du dazu kommst. Hör zu, wir gehen zusammen da draußen mit erhobenen Händen. Dann können sie nicht schießen. Ich kann deine Unschuld beweisen, Eve. Hör zu. Ich weiß, dass ich dir nicht getraut habe. Ich habe nur an Sean gedacht und ich... Schon okay.
Das Wichtigste ist, dass du ihn retten konntest. Mit großer Erleichterung teilte die Polizei heute Morgen mit, dass der vermisste Sean Maas lebend nach 4 Tagen aufgefunden wurde. Er war vom mutmaßlichen Origami-Killer in einem Schacht festgehalten worden. Der große Erfolg dieses Einsatzes war nur möglich dank der Tapferkeit von Ethan Maas, der selbst bisher unter Mordverdacht stand. Nur mit Hilfe seines Muts und seiner Beharrlichkeit gelang ihm die Vereitelung der Pläne des Origami-Killers. Der Commissioner selbst entschuldigte sich heute öffentlich bei ihm. Die Schlagzeile des Tages. Laut offiziellen Polizeiangaben ist der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert. Scott Shelby, 48, ehemaliger Lieutenant. Er gab sich als Detektiv aus, der im Auftrag der Familien der Opfer ermittelte. Shelby wurde während eines Polizeieinsatzes getötet. Weitere Details wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Sagen wir mal, ein Freund hat ein bisschen geholfen. Wenn wir wollen, gehört's uns. Hey Dad! Ich hab mein Zimmer gefunden! Na? Wie ist es? Es ist perfekt, Ethan. Wir werden alles vergessen können. Ein ganz normales Leben führen und irgendwann wird uns alles wie ein böser Traum erscheinen. Wir haben es uns verdient, glücklich zu sein. Wir alle drei. World Magazine und wird von unserer ganzen Nation als der neue Held gefeiert.
Eindrucksvoll beendete er fast im Alleingang die grausame Serie von Morden, verübt von dem Mann, der als Origami-Killer bekannt wurde, und rettete den kleinen Sean Maas. Entschlossenheit, Mut und Intelligenz haben ein neues Gesicht. Norman Jayden. Guten Abend. Er war mein Sohnsgott. Hast du daran gedacht, als ich in deinen Armen lag? Warum hast du das nur getan, Scott? Es gibt keine Entschuldigung dafür. Nichts weiter als Verachtung für dich. Nichts als Verachtung. I'm a father too.